Ja, also herzlich willkommen zu einer weiteren Interview im Rahmen des Corporate Learning Projekts Domain of One's Own. Und heute freue ich mich, alter Weggefährte quasi, der Simon Dückert heute in unserem virtuellen Studio. Danke für die Einladung. Ja, gerne, Simon. Und unsere Fragen praktisch jetzt in dem Projekt. Deine eigene Domain, wann hast du die gegründet und vielleicht auch schon warum, was hast du dir dabei gedacht? Ja, ja, also da gibt es drei Phasen. So, ich hatte ganz ursprünglich mal, Dückert mit Nachnamen, die Dückert.com. Ich glaube, das war schon Ende der 90er Jahre, irgendwie so 96, 97 oder so. Mhm. Weil ich irgendwie dachte, in diesem Internet, das ist was, was bleibt und da sollte man so irgendwie so eine Anlaufstelle haben, ne? So eine Homebase. Da war aber immer, ja, zu der Zeit nur so eine ganz einfache Visitenkarte, so ein bisschen, war so Uni-Zeit und Fraunhofer-Zeit, ne? Wo man so ein bisschen geschrieben hat, was sind die eigenen Projekte, was sind die Themen, die einen interessiert, wo ist man geboren worden, so relativ statisch, wenig aktualisiert. Auch damals, das muss ich zurück überlegen, ich glaube, die erste Version war mit der Hand gehackt, also so HTML 2.0 wahrscheinlich, manuell geschrieben. Dann kam später, glaube ich, mal Microsoft Frontpage, wo man so, das waren so Website-Design-Programme, ne? Wo man so ähnlich wie man mit Word schreibt, die dann hochladen konnte. Mhm. Und es gab das Thema Blogging schon, aber noch nicht so viel Blog-Software. Also das heißt, so wie heute, wo man sich mit einem Klick so ein WordPress holt oder so, das gab es alles noch nicht. Genau, also das hatte ich, das stand da. Ich habe dann, weiß gar nicht, was der Anlass war, auf Blogs überzugehen. Ich wollte so ein bisschen mehr so tagebuchartig auch über Sachen schreiben. Habe auch gemerkt in Google, dass wenn ich google, ist man relativ oft, obwohl ja mein Name eigentlich nicht so geläufig ist wie Müller und Meier, ist man auf die Theresa Dückert gestoßen. Ich glaube, das war eine Politikerin bei den Grünen. Und dann dachte ich mir, das ist ja blöd, wenn ich da bei Google gar nicht gefunden wäre. Da muss man so ein bisschen was machen. Und bin dann quasi von der eigenen Domain Dückert.com zu WordPress gewechselt. Und zwar bei WordPress gibt es ja immer zweierlei. Bei WordPress.org kannst du dir die WordPress-Software runterladen und die selber irgendwo betreiben. Und bei WordPress.com kannst du dir einfach so einen Blog quasi klicken, wo du dann nicht Zugriff hast auf die ganze Domain, sondern kannst dann nur den Teil vor WordPress.com bestimmen, sozusagen, wie der heißt. Das Geld hatte ich mir damals gespart. Also im ersten Schritt habe ich mir da keine eigene Domain gekauft, sondern lief quasi unter sdückert.wordpress.org als ein bei WordPress gehosteter Blog. Da ist man ja auch so, was Sicherheit angeht, auf der sicheren Seite. Ne? Die Automatic, die kümmern sich da um die Updates und so weiter. Ja, und habe dann immer schon diesen privaten Blog so zweischienig gefahren. Ich hatte ein paar Blogbeiträge, die öffentlich waren, also so, wo ich mal über Rezepte schreibe oder wo man im Urlaub war oder solche Sachen. Der Großteil ging aber immer eher in Richtung eigene Familie oder so oder Freundesbekanntenkreis, wo dann Blogbeiträge hinter einem Passwortschutz waren. Also eher wie so ein internes Blogging. Ja, und dann hat man irgendwann mal, ich weiß gar nicht, in der Firma, wir hatten früher Drupal als Websystem, sind da irgendwann auf WordPress umgestiegen. Und da hatte ich halt angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie betreibt man denn so eine eigene WordPress-Seite, also richtig mit eigenem Server, wo man sich dann auch selber um Updates kümmern muss und solche Geschichten, man auch selber absichern muss, Backup machen muss und solche Sachen. Und haben da festgestellt, dass das eigentlich gar nicht so schwierig ist. Zeitgleich kam so auf, dass es vielleicht so aus Datenschutzsicht und Datenleaks-Sicht keine so gute Idee ist, bei WhatsApp aktiv zu sein und Facebook-Sachen zu machen und so. Und ich habe mir so ein bisschen als Mission gesetzt, die Familie aus diesem ganzen Zuckerberg-Universum rauszuziehen. Und habe dann quasi überlegt, wie wird man denn sowas wie Dropbox und so weiter alles los, ne? Google Mail. Und da lag dann nahe, sich quasi einen eigenen Server zu holen. Das ist bei Hetzner im Rechenzentrum, also so ein typischer, weiß ich gar nicht, was der kostet, 6-7 Euro im Monat Server. Und da liegt jetzt quasi so eine Nextcloud-Instanz zum Dateien teilen, Bilder teilen, Audios teilen, Bookmarks, Kalender, Adressbuch, ne, all sowas. Dann die E-Mail-Accounts liegen dort, also Postfächer. Ne? Da hatten auch viele so web.de und gmx, diese ganzen
Spam und Werbeschleudern. Haben wir da mittlerweile alle raus, haben den eigenen Messenger und eben auch unter blog.dügger.eu der Blog von WordPress, der dahin quasi umgezogen ist. Und das war dann auch, war auch die Überlegung, ne? Macht man eine DE-Adresse? Ich habe dann so als, als Fan und bewusster Europabürger gesagt, dann nehmen wir gleich die EU-Domain, war preislich auch kein Unterschied, deswegen ist es eben Dügger.eu geworden. Ja, super. Und auch das S nicht mehr dabei, ne? Damit später mal, jetzt die Tochter ist erst in der 5. Klasse, aber fängt schon so an, irgendwie ihr gefällt YouTube und so weiter. Ne? Irgendwann will die vielleicht einen eigenen Blog oder eine eigene Webseite und dann kann man das, kann man die Namen da davor setzen. Oder so. Ja, sehr schön. Ja, ja. Ja, jetzt beschreibst du praktisch den Prozess praktisch von den 90er Jahren, praktisch die drei Schritte, wo du gesagt hast, also dieses iterative Vorgehen oder langsame sich rantasten, quasi sehr schön, ja. Und das heißt dann praktisch auch den Menschen praktisch die Ängste zu nehmen. Da hast du wahrscheinlich auch ein paar Fail-Stories, wo du eben sagst, okay, bist aus bewussten Gründen dann eben in das Thema Absicherung, hast gerade zum Nebensatz erwähnt. Hast du da was erlebt dazu oder hast du das schon intuitiv gemacht, dass du sagst, okay, du musst dich da absichern oder hast einen Spam-Angriff bekommen, wie auch immer? Also ich habe schon viel erlebt und viele Tränen gesehen. Das waren zum Glück nie meine eigenen. Okay. Also ich habe schon oft Leuten irgendwie helfen müssen, die gesagt haben, auf meiner Webseite stehen nur noch russische Pornobilder oder so, was soll ich tun? Oder meine ganzen Kommentare sind mit Links auf Viagra gespammt oder so, was kann ich da tun? Bei mir ist so, ich bin recht lang im Chaos Computer Club schon aktiv, wo ja so ein paar Nerds sind, die sich mit Security ganz gut auskennen. Und wo ich so eine Grundsensibilisierung dafür hatte. Also was bedeutet es denn, wenn man jetzt selber einen Server betreibt? Ich will nicht sagen, dass ich das so kann, dass irgendjemand bei mir was hosten sollte, aber du hast halt auf der einen Seite mal dieses ganze Thema, wie sichert man so ein System ab? Also wie härtet man das? Ne, wo man einfach mal guckt, es gibt so eigene, jetzt wenn man bei WordPress bleibt, so Härtungschecklisten, ne, wo man sagt, wenn ich mir das WordPress so installiere, wie ich es mir runtergeladen habe, was sind da Schritte, die ich tun kann, um das einfach abzusichern? Ne? Das heißt, mach mal ein paar Beispiele, sowas wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, ne? Dass wenn du dich einloggst, du immer noch mal so einen Google Authenticator brauchst, um reinzukommen, sodass, wenn jemand dein Passwort errät, er trotzdem nicht in dein System kommt, ne? Zumindest mal für den Administratoren-Account. Dann gibt es ja immer diese quasi deine Domain /wp-admin, da wo du dich als Admin einloggst, dass das aus dem Netz nicht erreichbar ist, sondern dass da nochmal eine einfache Authentifizierung davor liegt. Dass man sehr sparsam ist bei den Plugins, die man verwendet und immer auch schaut, sind das Plugins, die viele anderen verwenden, ne? Weil das ist auch ein beliebter Trick, irgendwie ein Plugin zu machen, was viele haben wollen und darüber dann sich so eine Backdoor zu dem System zu erstünfeln. Also Sparsamkeit bei den Plugins. Generell das System immer auf aktuellem Stand halten. Also ich habe dann bei einigen, die gehackt worden sind, da gab es dann schon lange WordPress 4 und die waren noch auf, weiß ich nicht, WordPress 2 oder so, wo halt alle Sicherheitslücken bekannt sind. Ja. Ne? Wo du einfach wissen musst, wenn deine Domain im Netz ist, dann gibt es automatische Scanner, die gucken überall, wo ist WordPress drauf, in welcher Version, versuchen sich da eben einzuloggen oder testen halt einfach die bekannten Passwörter, Bücher, Datenbanken durch, bis sie irgendwo reinkommen. Ja, weil nach wie vor immer noch viele Passwort 1, 2, 3 als ihr Passwort haben, was keine gute Idee ist. Also da vielleicht auch so einen eigenen Passwort-Safe, sowas wie KeePass oder Bitwarden verwenden. Und natürlich auf der Backend-Seite, also wenn du tatsächlich mal gehackt wirst, ne, einfach für den Fall einen Plan zu haben. Ja. Also es gibt so diese ganz einfache 3x3-Regel. Das heißt, immer 3 Backups zu haben in der Zeit zurück an 3 verschiedenen Orten. Mhm. Also, dass man sagt, man macht zum Beispiel, ich mache jetzt die Woche zurück jeden Tag ein Backup, hebe mir immer von jedem Monat 2 auf und hebe mir von jedem Jahr nochmal 1 auf, ne? Damit du nicht unendlich viel Speichervolumen brauchst. Ne? Das wäre so diese eine 3. Na, und die andere 3 ist natürlich, es macht keinen Sinn, dass du dieses Backup auf dem Server legst, der vielleicht angegriffen wird und übernommen wird, weil wenn da jemand reinkommt in den Server, löscht er dir natürlich auch deine Backups. Ja. Ja, das heißt, ich habe zu Hause so eine ganz normale NAS, so ein Network Attached Story, gibt's auch so, ich habe eine Synology, gibt es aber auch QNAP, ne, wo halt einfach so ein paar Festplatten drin sind, die holt sich automatisch sozusagen die Backups dann immer runter.
Und ich mache alle halbe Jahre, ziehe ich das nochmal auf so eine USB-Festplatte, die halt in einem Bankschließfach liegt. Ja, und dann sozusagen das zu haben, ist wichtig. Und gleichzeitig in der IT-Security spricht man von einem Prozess, der nennt sich Disaster Recovery. Mhm. Also es bringt nichts, das Backup zu machen, sondern du musst auch mal ausprobieren, wenn dir dein Server übernommen oder abgebrannt ist, kriege ich denn aus dem Backup auch wieder ein laufendes System hergestellt. Mhm. Ja, und das eben auch mal zu machen. Und dann, klar, dann mir ist noch nie was passiert, also mir ist noch nie jemand eingebrochen. Aber wenn mir jemand eingebrochen wäre, müsste ich quasi bei meinem Provider einmal den ganzen Webspace zurücksetzen, WordPress neu drauf, Backup wieder einspielen, dann hast du das innerhalb von 2 Stunden wieder. Ja, also da darf man nicht so blauäugig rangehen. Ne? Das ist wichtig. Ja, ich denke auch, dass es, also auf der einen Seite wollen wir ja auch mit dem Projekt praktisch Menschen schon begeistern, wie du eben gesagt hast, eben weg von diesen Imperien, ja. Ja. Was Eigenes gründen, auf einen eigenen Grund bauen, und auf der anderen Seite wollen wir aber auch nicht zu viele Hürden und zu viel Fachchinesisch gleich reinpacken, dass man sagt, okay, du kannst auch klein starten, wie du eben gesagt hast, mit einer statischen Website und erstmal probieren, erstmal gucken, erste Schritte machen und so weiter und so fort. Also das ist ja auch, ich meine, ich habe es auch erzählt, bei mir war es auch so eine Entwicklungsgeschichte. Ja. Ne? Man könnte auch heute sich bei WordPress.com eine Seite klicken. Mhm. Da ist halt, wenn man eine eigene Domain verwenden will, da muss man dann immer schon Geld zahlen. Wenn man ein bisschen mehr Speicher braucht, muss man Geld zahlen. Mhm. Da gibt es dann die Option, dass man sich halt bei Providern, die haben oft auch WordPress als Paket. Mhm. Also ich weiß es von Jonos zum Beispiel, was früher 1&1 war, oder genau, von Hetzner. Wenn man sich sowas klickt, kann man dort auch mit einem Klick ein WordPress einrichten. Ja. Und die kümmern sich quasi darum, dass es aktualisiert wird. Ne? Wenn jetzt jemand Linux-Server und Kommandozeile und Secure Shell und so vielleicht noch Begriffe sind, die erstmal kryptisch klingen. Ne? Und da hätte man dann was, wo man Serverstandort Deutschland irgendwie hat, die Daten hat und halt nicht für alles, was man machen will, gleich Geld einwerfen muss. Ne? Und ich sehe es so ein bisschen, ich habe jetzt mittlerweile auch E-Mail-Accounts. Meine Tochter war früher auf Gmail und so, die haben jetzt auch dahin umgezogen. Die beziehe ich jetzt immer ein, auch in Serveradministration, und wenn wir Updates machen, dass sie das auch gleich so ein bisschen kennenlernt. Cool. Ja, das heißt, das kann man gleich auch verwenden, um in Familie und Bekanntenkreis so ein bisschen so ein Upskilling zu betreiben in Bezug auf so Digitalthemen. Sehr schön. Cool. Ja, ich denke, war jetzt cooler Insight von dir. Ich glaube, jetzt sind wir so bei 10 Minuten rausgekommen. Also Mut zu sprechen, glaube ich, kann man so zusammenfassen, ausprobieren. Wir wollen ja auch eine Helping-Community bilden, die praktisch den einen oder anderen begleitet und sagt, pass auf, da und da können wir, ist es besser, wenn du das nicht magst, oder besser, wenn du dorthin gehst. Ja. Ja, und letztendlich können wir auch vorstellen, weil was man sieht immer die Leute, die Webseiten haben, und die betreiben, die vielleicht toll aussehen, wo was Tolles draufsteht. Also man sieht immer so das Endergebnis. Ja. Was ich für so eine Community spannend fände, wenn man irgendwo mal Wiki oder auf dem Pad oder wo auch immer so ein Katalog mit so Making-of, also wo so ähnlich wie wir jetzt sprechen, ne, man einfach mal so kurz beschreibt, ne, so dass die Domain, deswegen heißt sie so, da gibt es ja durchaus auch Varianten, ne, ist es nur Nachname oder Vorname, Nachname, Vorname, Minus, Nachname. Ja. Was sind die technischen Plattformen dahinter? Ne? Das sieht man ja nicht immer. Also wenn man da mal so viele Beispiele hat, einfach an denen man sich orientieren kann. Ja, also ich kenne das aus eigener Erfahrung. Also ich bin jetzt auch bei Jonas, auch mit gewissen Lernerfahrungen und ja, dem her. Alles gut. Wir sind mit der Firma auch bei Jonas und sind da seit, glaube ich, 2003 oder so schon und sind da noch in so einem Unlimited-Paket. Okay. Also unbegrenzter Traffic und unbegrenzte Bandbreite. Da wollen sie uns jedes Jahr irgendwie rausschubsen, aber noch sind wir da drin. Also das ist auch wichtig, sich das so ein bisschen zu überlegen. Ja, wenn man jetzt, wie gesagt, ich habe eine Nextcloud dort, da haben halt alle Familienmitglieder so ihre eigene Dropbox. Die wollen dann da auch irgendwie Videos reinstecken und so. Also den kann man dann auch nicht nur 10 Gigabyte geben, sondern die brauchen da auch mehr Speicherplatz. Ja. Dann werden da auch, was weiß ich, was da alles getauscht wird, will ich gar nicht wissen. also da sollte man sich halt auch so ein bisschen Gedanken machen vorher. Ne? Wie viel Speicherplatz brauche ich? Ab wann muss ich zusätzlich Geld bezahlen für Traffic? Mhm. Ist das inkludiert? Da unterscheiden sich die Pakete ja durchaus auch ein bisschen. Na, super. Schön. Gut, Dankeschön für die Zeit und gerne, viel Erfolg euch. Wir sehen uns da im CLC-Universum. Macht's gut, ciao. Macht's gut, ciao.